die Volksnacht, willkommen zurück. Kapitel 4. Burg Gwyndobol. Sie können Amber auf jeden Fall kontaktieren, oder? Da bin ich mir sicher. Bei meinem letzten Versuch funktionierte die Kommunikationssphäre gut. Burg sieht verlassen aus. Wie lange ist dein letzter Besuch genau her? Ein Schritt nach dem anderen. Zunächst müssen wir einen Weg hineinfinden. Dann suchen wir nach der Kommunikationssphäre. Die ist nicht so klein, dass man sie einfach aus der Burg entfernen könnte. Hauptaufgabe, ungeladene Gäste. Suche in der Burg nach der Kommunikationssphäre und aktiviere sie. Nach mehreren Tagen des Wanderns durch die Wälder und Berge erreichten wir Burg Gwyndobor. Hier befindet sich eine der größten magischen Schulen des Landes. Es gibt dort sicher eine Kommunikationssphäre. Endlich werden wir unsere Heimat kontaktieren können. Wir müssen unsere Verwandten und Freunde vor der nahenden Bedrohung warnen. Es gab nur das Problem, dass die Burg verlassen aussah. Wir beschlossen, auf eigene Faust einen Weg hinein und nach der Sphäre zu suchen. Für ausgesuchte Höflichkeit ist gerade keine Zeit. Vielleicht sollten wir uns die Umgebung näher ansehen, um herauszufinden, was passiert ist. Dabei die Augen nach einem Schlüssel für die Burgtor offen, für das Burgtor offen lassen. Eine Sägemühle. Muss das umliegen. Hi. Winkle.
Du glaubst einen Dietrich. Trümmerhaufen. Schmiede. A4 Pins. Soldaten in der Schlacht. Du Level 1, ja. Krankheitsausbruch, sperre das Rohr, das von der Burg kommt, um das Ascenden des Dorfs vergiftet. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Kommt nicht näher. Nur einer der Zwerge stand noch. Die anderen lagen vollkommen erschöpft überall im Dorf herum. Zum Glück erlaubte uns unser Trank, das reinen Atems, sichere Durchquerung und die Untersuchung der Kranken. Während der Brunnen die alte Burg wieder aufbauen, war es einem Gewitter gekommen und etwas Schlimmes geschah.
Alle Arten böser Geister kamen aus den Höhlen hervor. Die Arbeiter flohen, schafften es, Burgtor zu schließen und die Brücke hinter ihnen zum Einsturz zu bringen. Am nächsten Morgen wollten sie zurück in die Stadt. Doch eine plötzliche Krankheit hatte die gesamte Mannschaft erfasst. Brunodin kümmerte sich um sie und hatte alle Hoffnung fahren lassen, zu ihr kamen. Ein Untersuchender erkrankt fand unser Kleriker keine Anzeichen einer Infektion. Alles deutet auf eine Vergiftung hin. Wir müssen die Quelle des Gifts finden und beseitigen. Gesichert und geladen. Zombie. Großer Kessel mit einem seltsamen Gebräu. Muss der Alchemist sein. Finde heraus, welche Tränke er herstellt. Thank you.
grossen Trümmerhaufen. Yeah.
tot. Heilung. Binde Mana Kristall und heile alle Arbeiter an der Quelle. Questbeschreibung. Wir haben die Quelle des Gifts besiegt. Wir hätten gedacht, dass. Ich weiß, wir sollten Bruno Dujones Leute besser mal fahren. Gelben Schnee warnen. Der Kleriker nehmen Proben des Vergifteten. Also suchen wir ein paar Mana Kristalle in der Nähe und machen uns an die Heilung der Zwerge. Zuerst einen Magierturm bauen. Zuerst die Spitzhacke. Ventil, let's open the ventil.
Danke, das rein alles. Wenn die Luft zum Atmen fehlt,